Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar ist der Ford GT ist wieder vorbeigefahren. Nein, eingetrudelt. Mit den Bauphasen 13 bis 17. Und wir haben ja in der letzten Baufolge die 12 noch nicht gemacht. Wir haben ja die 12, da haben wir die, die linke Tür bekommen. Die linke Flügeltür. Und die Beleuchtung dafür, die Türbeleuchtung, sowie die Schrauben. Und das habe ich ja nicht weiter zusammengebaut, weil ich ja schon gesehen habe in der Bauanleitung, dass wir mit den Bauphasen, mit den nächsten Bauphasen 13 und so weiter, die Tür weiter zusammenbauen. Ja, jetzt bin ich am Überlegen, weil wir haben die rechte Tür ja schon einmal zusammengebaut. Machen wir das jetzt nochmal? Bauen wir jetzt quasi noch eine Tür zusammen oder mache ich das alleine? Ich sag mal so, wir machen das zusammen. Wer weiß, vielleicht mache ich dieses Mal ja alles richtig. Ne, ich glaube, ich habe also die Tür sieht ordentlich aus, die rechte. Ne? Ja, wie gesagt, wir werden dann mit der Bauphase 12 starten. Die ist noch aus der letzten Lieferung. Und wie gesagt, die neue Lieferung ist von 13 bis 17. Mal sehen, wie weit wir kommen. Und ich würde sagen, wir legen los. Ihr kommt auf meinen Basteltisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das vom letzten Mal erwähnt habe. Wir haben beim letzten Mal war noch ein kleines Abo-Geschenk dabei. Habe ich die gezeigt oder habe ich die nicht gezeigt? Und zwar hier Fotos vom Ford GT. Im Stand, im Rennen. Und jo, wenn da die schwarz-weiß karierte Flagge ist, ist es die Rennankunft, ne, die Zielankunft. Haben wir mal so schöne drei Bilder bekommen. Ja, also kann man, also wer da so richtig, richtig Fan ist, ja, wer weiß, so einen kleinen Bilderrahmen habe ich noch, ein bisschen Platz ist hier noch. Da könnte man die ja in den Bilderrahmen reinmachen. Wie gesagt, wir wollen mit Bauphase 12 weitermachen. Da bekommen wir die linke Tür, die Türbeleuchtung und FP-Schrauben. Damit werden wir anfangen und dann gleich die Bauphase 13, die werde ich dann gleich aufmachen. Und ja, auch da dann zeigen und dann machen wir an der Tür immer frisch und fröhlich weiter. Legen wir los. Ja, wie gesagt, Bauphase 6. Ist die Nummer 6, Bauphase 12, kommt dann die linke Flügeltür und hier die Beleuchtung und die wird mit einer Schraube angeschraubt. Das habe ich schon gemacht. Jetzt gucken wir uns mal die Bauphase 13 an. Jetzt hätte ich auch gerne mal die Bauanleitung schon mal aufgemacht und zwar bekommen wir eine Menge Teile, oha, oha. Aber wir bekommen ein Fenster. Wir bekommen ein Scharnier. Und eine Halterung für den Öffnungsmechanismus. Öffnungsmechanismus mit einer Feder und das gehört zum Scharnier. Wir bekommen dann FD03, FD01 und FD04 Schrauben. Wir starten. Hier haben wir ja das Heft von der 13. Wir starten wie folgt. Wir brauchen natürlich die Tür. Hier ist die Tür. Und da wird das Fenster dann reingelegt. Und wie folgt hier, glaube ich, angeschraubt. Und zwar mit FD03 Schrauben. Wir werden mal hier das als Unterlage nehmen. Nur mal vorsichtshalber hier die Dingsbums, das Heft als Unterlage. Bevor wir hier irgendwie nachher Bockmist bauen und ein Kratzer uns einhandeln. Könnt ihr auch ein bisschen dichter gehen. So. Und wie gesagt, die werden dann mit FD03 Schrauben hier schön positionieren, schön festhalten. Und dann rinnen die Schrauben.
wenn wir denn das Schraubloch treffen. Oh, das ist heute ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht warum. Was ist mit mir los? So, weil bloß vorsichtig machen, nicht abrutschen, weil dann ist, ja, dann hat das Fenster einen Sprung in die Schüssel und das wollen wir ja nicht. Auch nicht wie so ein Ochse ganz fest drehen. Weil wir hier ja dann Plastik haben. Ich weiß gar nicht, ob die Schrauben da dann raufdrücken. Nicht, dass das dann nachher anfängt zu splittern. Gut, ein bisschen wackeln tut die noch. Aber ist ja auch nicht so schlimm, das wird ja nachher alles noch verkleidet. So, mal gucken, ob ich die hier jetzt die Schraube reinbekomme. Die ging die ganze Zeit nicht, die hier in der Mitte. Oh, die geht aber schwer. Oh, die geht aber schwer. Obwohl ich Schneidöl genommen habe. Ja, sieht doch gut aus. Bisschen putzen. So, es geht weiter mit dem Schließmechanismus. Und der kommt wie folgt so rum hier rein. Mit dem silbernen Knauf nach draußen. Da müssen wir die Bauanleitung eine Seite weiterblättern. Wie gesagt, Bauanleitung gibt es auch sonst noch bei Model Space im Forum. Na, da ist auch so, die Feder kommt hier noch mit drauf. Die hätten wir ja auch vorher mit drauf schieben können. So. Und dann wieder hier so rein. Genau, das muss alles, die Feder muss auch dahinter sein, weil wir jetzt den Bügel hier rüber bauen. Die Halterung. Und die werden mit FD04 Schrauben verschraubt. Jetzt ist wieder alles auseinandergeflogen. Aber das macht nichts. Dann bauen wir das alles wieder zusammen. Ja, ich habe eine Problematik. Meine Pinzette ist leicht magnetisch. Die hat meinen Magnetismus abbekommen. So, erstmal ein bisschen rein. Jetzt kann das nicht mehr weg. Dann nehmen wir eine zweite Schraube. Auch hineingeschraubt. Und die erste geht hier ganz schön schwer. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch Probe machen. Funktioniert. Funktionstest, ne? Nicht Probe. Probe kann man immer geil einfach sagen. Funktionstest. So, weiter wie so zurück geht das auch nicht. Gut, funktioniert. Dann geht es weiter mit dem Scharnier. Und jetzt ist dann immer die Frage, ich weiß immer nicht wie rum. So rum. Mit den, der eine Schenkel ist offensichtlich etwas länger und der bleibt jetzt frei. Also, ne? So hin. Ich könnte ja nochmal ins Forum schauen, ob man das da sehen kann.
Da hätte ich jetzt bald gesagt, das sieht da anders aus. Nein, der längere, jetzt nach unten, der längere Schenkel. So. Und anschließend werden wir dann das Blech mit raufbauen. Dafür werden wir dann aber erstmal hier, kommt da nur eine Schraube, ja, die FD01 Schraube einmal parat machen. Sonst bringt das ja noch nichts. Und nochmal aufpassen, der längere Schenkel nach außen. Das bewegt sich ziemlich leicht. Das machen wir mal nochmal einen Test mit der anderen Tür. Hier hätte ich jetzt gesagt, habe ich das andersrum eingebaut. Dann haben wir aber Geburtstag. Das bewegt sich da gar nicht. Das ist aber auch zum Verrücktwerden, dass man das nicht genau sieht. Aber ich glaube, ich habe das hier falsch rum eingebaut. Und das werde ich dann natürlich noch mal korrigieren müssen. Mal sehen, ob ich das noch hinbekomme. Also ich glaube, das ist hier falsch. Wissen tut man das nicht. Ist das beides gleich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht das hier um einiges schwerer und das geht total leicht. Da muss ich noch ein bisschen schrauben. Nee. Aber wie gesagt, man kann es nicht hundertprozentig sehen. Da kannst du noch so viele Bilder machen. Man kann es nicht sehen. Na gut, ich weiß nicht. Ich lasse es dann erstmal so. Und beim Tür anbauen. Nachher, ich glaube, wir müssen hier, wenn wir das abmachen, dann kommen wir dahinter an die Schrauben ran, um dann hier ranzukommen. Also es müsste eigentlich noch funktionieren. Falls wir da später nachher ein Problem haben. Ja, das war dann quasi die Bauphase 13. Die 14 folgt sogleich. Die holen wir dann einfach mal gleich raus. Und dann werden wir gleich mal schauen, wie die Teile heißen. Und zwar Ablagefach, Wagentür, Deckel des Faches und Türverkleidung. Und keine Schrauben. Keine Schrauben dabei. Ja, also hier Ablagefach, Wagentür, den Deckel dafür und dann eine Türverkleidung sozusagen von hier oben. Und ja, die kommt dann auch gleich hier einmal rauf. Hier sind vier Löcher dran, vier Nupsis dran. Das brauchen wir nur alles ordentlich treffen. Und dann ist das geritzt. Dann brauchen wir das nur randrücken. Gesagt, getan. Ich habe hier immer zu schwarze Fusseln. So, okay. Das war es dann schon. Dann packe ich jetzt mal die Bauphase 15 aus und bin gleich wieder für euch da. In der 15 bekommen wir FD01 Schrauben, FP01 Schrauben und eine Türinnenverkleidung.
Und als erstes werden wir dann erst einmal das Ganze umdrehen und hier den einmal verbauen, dieses Fach, und sicherlich mit einer FP01 Schraube. Oh, einmal haben wir nur einen Nupsi, da wird es dann raufgesteckt, hat schon geknuggelt, und einmal dann die Schraube reingedreht. Zack. Ja, nun haben wir dann hier den Türgriff zum Zumachen. Glaube ich jedenfalls. So, dann die... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Türinnenverkleidung? Haben wir doch hier. Wir nehmen die linke Tür und dann wird das Ganze hier einmal aufgesteckt. Ja, hier, das sind die beiden Verschraublöcher. Das müssen wir nur einmal treffen. Und dann haben wir hier alles an Ort und Stelle. Und hier oben müssen wir das Ganze, das habt ihr eben gerade knuggeln gehört, das muss da einmal reingnuggeln. Und dafür brauchen wir dann FD01 Schrauben. So. Oh, mal wieder in Metallschrauben, ein bisschen Schienenleitöl. Und erste Schraube drinne. Und die zweite folgt so gleich. Und anschließend kommt dann hier die Verkleidung von dieser Öffnung, kommt dann hier einfach rüber und wird dann hier, wir fangen mal oben an. Ist das hier reingefallen? Oh nein! Oh nein! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Mario, ruhig bleiben! Ohne Stress das Ganze! Oh, das geht aber schwer da rein, meine Güte! Ging das bei dem anderen auch? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Na, wir drücken das mal hier ein bisschen mit der Pinzette rein. Oha. Oha, oha. Also wenn ich da noch mal ran muss, dann haben wir doch Arschkarte. So, das ist dann die Tür. Die Bauphase 15. Wir gucken uns auch gleich nochmal die Bauphase 17 an. Wir haben die Hefte noch nicht mal alle geguckt. Ne? 14, 15. Ne, die 16 müssen wir jetzt ja gucken. Hier ist dann das Heft 14, das Heft 15, das Heft 16. Aber das sieht auch cool aus hier vorne. Ne? So, dann gucken wir mal, was wir in Heft 16 bekommen. Das ist auch nicht so schlecht, weil da müssen wir echt eine Menge machen, und zwar die zentrale Platte des Bodens. Hier ist sie. Hier haben wir die zentrale Bodenplatte. So sieht die aus, aus Plastik. Und wir machen damit erstmal nichts. Deswegen folgt dann auch gleich die Bauphase 17. Holen wir die Teile auf jeden Fall raus. Und wir bekommen da auch ein paar Schrauben. Und wie die Teile alle heißen, das sage ich euch jetzt. Die rechte hintere Platte des Bodens. Einmal eine Verbindungsplatte und ein paar Schrauben FP0. So, was dürfen wir tun? Wir könnten ja auch in das Heft 17, in das Originalheft 17 reinschauen, nicht nur in die Bauanleitung.
Aber Bauanleitung ist für mich immer ein bisschen einfacher da bei Model Space, weil ich dann das schon auf Deutsch habe. Ne? So, die Verbindungsplatte, das ist diese hier. Und zwar kommt das hier in dieses Bauteil rein. Wir haben hier ein größeres Loch zum Schrauben und ein Nupsi-Loch. Hier haben wir einmal das Loch, wo das Ganze verschraubt wird. Mit einer FP01-Schraube. Dann gehen wir rauf auf den Schraubenträger. So. Verschrauben wir die hier von hier hinten. Dann ist die Platte fest. Oh, sieht schön aus. Dafür hat man dann 1, 2, 3 Bilder gemacht in der Bauanleitung. Und dann machen wir weiter wie folgt. Das zeigt so rum. Hier haben wir die andere Bodenplatte. Und das Ganze wird dann hier so reingesteckt. So. Pin und Hohl und Loch und so und ja. So. Und von der anderen Seite dann mit FP01 Schrauben verschraubt. Also einmal schön festhalten. Das Ganze. Und dann wird das von hier unten hier verschraubt. Dann kann ich ja euch mal gleich noch eine Vorschau auf Bauphase 18 geben. Ich gehe da mal von aus, dass wir dann genau die andere Seite bekommen. Dann haben wir quasi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6 Bauphasen heute verbaut. Ja, so sieht das gut hier. Ne? Und das war's quasi auch mit der Bauphase 17. Ich schau mal in die 18 rein, was wir dort bekommen werden. Uno momento. In der 18, wie ich schon vermutet habe, kommt dann, da steht jetzt hinteres Stück Teil Radkasten. Naja, auf jeden Fall kommt dieses, das rechte Teil. Und dann bekommen wir noch einen Tanklochdeckel. Das heißt da alles anders, komischerweise. Das gleiche quasi wie hier auch auf dieser Seite. Kommt dann auf dieser Seite. Die 19, jo, da kommt, oh, das wird interessant. Also wenn das die gleiche Reihenfolge ist, kommt dann Feuerlöscher und so weiter und so fort. Ja, mehr Vorschau wollte ich erstmal nicht geben. Ja, wenn ihr da großes Interesse habt, dann schaut gerne bei Model Space im Forum unter Ford GT. Da könnt ihr das dann sehen. Also jetzt haben wir beide Türen. Die müssen wir jetzt, also die werden ja bestimmt noch lange nicht installiert. Also von daher müssen wir damit noch vorsichtig umgehen. Gut wegpacken. Am besten in Stoff einpacken. Und ja, das waren dann die Bauphasen 12 bis 17. Wir haben schon eine Menge hier. Die Fronthaube haben wir natürlich auch schon. Ne? Hier. So, bin ja gespannt, wann dann die Räder kommen, die Walzen. Die dicken, fetten. Und ja, ich habe mich riesig gefreut. Sage ich jetzt mal so, dass ihr eingeschaltet habt. Das weiß ich ja jetzt noch gar nicht. Auf jeden Fall tut das gerne wieder. Bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder rein. Passt auf euch auf. Ganz wichtig natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.